Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Grim Dawn. Beim letzten Mal haben wir uns ins Dark Vale Gate vorgekämpft. Aber erstmal müssen wir noch ins Fort Heron hinein. Und wir haben super viel Klolektüre bekommen. Na? Also falls ihr mal eine längere Sitzung habt, hier haben wir auf jeden Fall ziemlich viel zu lesen. Ob wir während des Let's Plays das überhaupt tun werden, ich würde es eventuell anfangen, ansatzweise zu bezweifeln. Aber das ist einfach so viel. Wir können hinterher wieder mal in das rein klicken, klar. Fort Heron. Ich weiß allerdings tatsächlich nicht mehr, in welcher Reihenfolge wir diese einzelnen Einträge bekommen haben. Deswegen werden wir es einfach irgendwann random, ne? Einfach uns reinlesen. So. Das hier nämlich alle schon gekillt gehabt, sowieso. Zwillingsfangzähne hat Stufe 11 erreicht. Sehr nice. So, noch ein bisschen was in Raffinesse. Und wir haben hier noch 3 Punkte. Ich muss sagen, das mit dem Skill ist schon gar nicht so verkehrt. Also wir brauchen einfach 1 Million Erfahrung. Aber wir können natürlich auf unseren normalen Attack sowas auch noch raufhauen, ne? So ein Skill. Aber wir werden jetzt natürlich erstmal weiter schauen. Ach genau, hier wollte ich rein, ne? Laufgeschwindigkeit. Wir nehmen... Ist egal, welches wir davon nehmen. Wir haben mehr Laufgeschwindigkeit und deutlich mehr Schaden. 6300 Schaden die Sekunde. Ja, moin. Hat ein bisschen was von Stärke, hm? Unser Hero. Nicht schlecht. Geht der andere da drunter? Ach, verdammt, der geht unter uns lang. Mist. Da geht's hinein in Fort Heron. Eine mit Darscher Dule. Könnt ihr mal jetzt reinlesen. Chitonische Ketzerei, Seite 4. Gerechtigkeit, meine Brüder. Die Gerechtigkeit wird schnell und gnadenlos sein, denn sie wurde mit Glaube, Blut und Furcht gemischt. Gerechtigkeit soll dem Ketzer widerfahren, unerbitterlich und unbarmherzig. Jene, die Waffen gegen die Waffen, denn... Gegen die Waffen... denn... Chitonia ergreifen, werden die feurige Rache der göttlichen Vergeltung. Jene, die den Chitonia Gott nennen, werden das gerechte Feuer schmecken. Gerechtigkeit sei getan. Okay. Die Stadt verrottet. Okay, das werden wir wahrscheinlich... Ach, ich will das aber alles lesen, eigentlich. Die Stadt verrottet. Das haben wir vor kurzem erst bekommen, ne? Minni, hab Abarm. Wie viel kann in dieser verrotteten Stadt noch schief gehen? Als die Deponien in der Altstadt mit Müll... Ach, das haben wir in Valbury bekommen. Mit Müll überfüllt Waren stapeln die Leute ihren Müll auf den Straßen. Das haben wir nicht genug. Durch die starken Regenfälle brachen die Schutzmauern und lösten eine Flut aus Schmutz und Verwesung in den Stadtteil aus. Wer die Stadt noch nicht verlassen hat, wird krank. Bald wird niemand mehr im ältesten Stadtteil übrig sein. Was noch schlimmer ist, die Stadtwache hat damit begonnen, jeden zu verhaften, der über die jüngsten Katastrophen spricht. Sie durchsuchen unsere Kutschen und Häuser, ohne zu fragen. Viele stehlen in ihrer aller Offenheit und starren uns an, während sie es tun, so als wollten sie es provozieren, auf sie loszugehen. Wenn du Widerstand leistest, verhaften sie dich. Wenn sie vermuten, dass du etwas gegen die Behörden im Schilde hast, verhaften sie dich. Gibt es in Valbury keine Gerechtigkeit mehr? Neulich kam ich bei Owals und Helens Haus vorbei und sah, dass ihre Tür aufgebrochen wurde und mit einem seltsamen Symbol gekennzeichnet wurde. Man sagte mir, dass Helden eine... Dass Helen eine mutmaßliche Hexe sein, Oswald zur Befragung mitgenommen wurde, weil er all die Jahre Unterschlupf gewährt hat. Ich habe noch nie etwas Unsinnigeres gehört. Ich verschand schnell, bevor man mich auch noch beschuldigen würde. Das war mein Zuhause, aber jetzt kommt es mir vor wie ein dunkler, seltsamer Ort. Das fühlt sich nicht mehr sicher an. Ja, sah auch nicht so sicher aus, muss ich gestehen. Oh, jetzt ist einfach gar nichts gewesen. Toll. Toll, toll, toll. Nun gut, auf geht's ins Fort Heron. Death to the enemies of...
Bam! Vielleicht werden die einfach nur so rumgeschleudert. Ganz viele Magier auf jeden Fall. Es geht nach unten. Dynamit finde ich gut. Schön, dass wir regelmäßig Dynamitstangen bekommen, ne? Gefällt mir. Falls man Dynamit farmen möchte, einfach Run neu starten, wieder hier hinlaufen, da liegt immer wieder Dynamit. Schwester Bravna, die Himmelsbrecherin. What the fuck? Okay, die hat schon ein bisschen Stärken, muss man sagen. Nicht schlecht war die. Die hat reingehauen. ...350.000 Eisen besitzen wir mittlerweile. Ein schönes Sümmchen. Wo geht's hier eigentlich lang? Ich hatte eine Quest. Aber nicht hier. Okay. Da muss ich hin, da war... Ah, da oben ist das erst. Aha. Okay. Okay, dann haben wir das einfach nur so mitgenommen. War jetzt nicht wichtig. Ist ja schön, dass wir schon dieses Portal erhalten haben. So, so. Das scheint mir nicht so. Spawnt er ja einfach neben mir, mein Wölfchen. Ich weiß ja nicht, wo ich hier langlaufen soll, weil es einfach wieder Millionen Wege gibt. Oh, der Weg ist schon mal abbeendet. Hier unten waren auch noch welche, die mich verfolgt haben. okay. Du wirst mich schon finden, bisher. Du wirst mich schon finden, wollte ich sagen. Leichen. Tote Menschen. Aha, sehe ich da hinten etwas glitzern? Leider nur Müll.
da eh nochmal lang? Weiß ich gar nicht. Das ist ein Buch auf jeden Fall. Ja, ich komme auch von hier lang. Sehr schön. Hey, guck mal, ich habe noch mehr. Blut für Chiton. Können wir so ein bisschen was lesen. Cool. Ich habe schon befürchtet, dass wir nicht mehr zum Lesen wirklich kommen, ne? Dass wir zu wenig zu lesen hätten. Wäre echt schade. Oh, gut, dass das Spiel uns mit genügend Informationen versorgt, dass wir genauso viel lesen wie in Harry Potter Band 1 bis 5. Sehr schön. Ist der rechte Teil? Ich bleib erstmal links tatsächlich. Ist auch wieder so ein riesiges Areal. Aber hier müssen wir ja durchkommen, ne? Es muss ja irgendwo einen Ausgang geben. Dynamite! Hier geht's tatsächlich nirgendwo lang, ne? Ich muss echt von da außen lang. Krass! Krass, krass. Aber nach oben. Haben wir schon mal den Ausgang? Gehen wir dennoch da hinten gucken. Weil ich muss hier tatsächlich irgendwo. Oder vielleicht geht es auch noch weiter nach unten, wer weiß das schon. Irgendwo hier hat sich ja halt dieser Held versteckt, ne? Karus, glaube ich. Sehr schön. Ich finde, hier gibt es eindeutig zu wenig Helden. Könnte doch ein bisschen mehr sein. Könnte tatsächlich der Untergrund sein, der zweite Untergrund sein, oder? Geht noch weiter. Wobei, wir waren ja sowieso in der Höhle. Geht das weiter in die Höhlen? Weil hier muss ja auch irgendwo diese. Aha. Diese Heldin sein, die wir killen müssen. Hier mal wieder nicht. Wir haben einen großen Raum, vielleicht hier. Nö. Und wie viele Schreine wir vor allem auch noch finden müssen, ne? 29 Schreine im gesamten Spiel. Na, bin ich mal gespannt.
wo die alle sind. Weg mit euch. Es kommen immer diese normalen Monster. Ich finde das ein bisschen lame. Ich finde, wenn mal so ein Zwischenboss wäre mal ganz cool. Wäre auch ein bisschen mehr Herausforderung. Was hält das Spiel denn davon, hm? Oh. Ach, schade, ist tatsächlich nur optisch. Aber macht das tatsächlich, macht das. Gefällt mir. Schönes Portal. Eisentor. Hier schließt sich wieder. Karus, das Siegel Chitons, ist ein Mensch. Und ist keiner mehr. Jetzt kommt die zweite Form wieder. Oder? Ja. Kalnosch, der Vernichter. Talnosch, nicht Kalnosch. Ich find's ganz cool, wirklich, dass im Spiel dieses, dass es hier mehrere Formen gibt. Von den Gegnern teilweise. Sehr, sehr nice. Vielleicht noch eine dritte? Chaos Foliant. Seidenhauch-Handwickel. Ach, schade. Ich glaube, wir sind aber mittlerweile zu stark. Was stand da gerade mit dem... Und was stand da gerade auf dem... Auf dem Dingens? Wenn du einen Schrein noch nicht irgendwie opfern kannst, dann... Verdammt, habe ich nicht gesehen. Asterkanstraße. Hier sind wir. Das ist das nächste Riftgate, da ist es. Na, da sind wir gerade hier raus. Der Ruf des Blutes, Mensch. Hier kriegen wir aber Laserstoff. Mann. Jetzt haben wir den schönen, das schöne Eisareal. Sehr nice. Frostman im Berserker. Lass uns erstmal das Ding aktivieren, denke ich. Das ist Rift. Und dann können wir uns jetzt den anderen Wegen widmen. Naja, mal wieder das hier. Ruf des Blutes sogar zweimal, witzigerweise. Letzte Predigt. Ja. Schön. Ja, die kämpfen tatsächlich gegeneinander. Sehr interesting. Gehen wir jetzt aber auch noch lang. Schau mal, wo es uns hier hinführt. Eine zerstörte Brücke.
Aber wieder zum gleichen Weg, sehr gut. Na, wenn ich das richtig sehe. Nein. Okay, da unten geht's eh nicht lang. I understand. Da fliegen die Leichen runter von dem Burgwall hier, ne? Die wundern sich, wo kommen die denn her? Ich werde noch einmal rumlaufen, das vervollständigen hier. Ein bisschen Streitschlichter spielen. Haben wir da? Eine Metallschatulle wieder. Ab. Naja, widmet sich doch langsam dem Ende. Neigt sich nicht, wird mit. Neigt sich doch langsam dem Ende, aber ich glaube, das dauert trotzdem noch Ewigkeiten. Ein sehr, sehr langer Pfad. Bis dahin. Sehr, sehr lang. Nach der Astrakhanstraße ist das nächste Rift. Du. Gewaltiger Froststeinhauer, also wieder Eber. Oder Trolle? Ne, Eber. Eber, Eber. Ah, Verteidigung geschrottet, Angriff geschrottet. Blutungsschaden, Giftschaden, Blitzschaden, alles. Hat alles reingehauen. Was haben wir hier? Ah ja. Ah, ein Held bin ich jetzt mal wieder. Der Kalte. Ne, Childred. Was habe ich gerade mit der Kalte gelesen? Naja, immerhin. Ein paar Ätherkristalle, ein bisschen Schrott. Sehr schön. Bauplan für eine Sturmschneide. Problem ist, dass es meistens echt nicht für mich ist, ne? Das sind nicht keine Zweihandwaffen. Oder wenn er halt wirklich nicht stark. Immer sehr schade. Wir kriegen zwar so viele Baupläne. Wir sind meistens Grütze. Guck mal, da ist wieder ein bisschen Lektüre da oben. Nice. Wir sind nach Süden Teil 1, sehr schön. Ich müsste theoretisch nach Homestead mal zurück, ne? Dass wir da mal die Mission abgeben. Und schauen, was unsere nächste Mission dann ist. Karras ist tot, aber ich habe beunruhigende Informationen bei ihm gefunden. Den Inquisitor? I've already informed Creed of your recent actions. He is most eager to speak with you. Show him what you've shown me. Na klar, let's go. You're here. Good. Ich habe die Notizen bei Karras gefunden.
has been performed only once before. Serves me. Those were, shall we say, not good. The cult must not be allowed to see this through. We must make haste to Fort Icon at once. Will you join? Oh, fuck to me. With the cultist ranks scattered, we can once again reconnect with the main Legion force to the north. And just in time, too. Based on the information you've brought back from Paros, we need to immediately send all available forces to the Necropolis and stop that ritual. Algrim and I will be leaving shortly with a small contingent of troops. Will you meet us at Fort Icon? It lies just beyond the Astakarn Mountains. Na logo, wir sehen uns dann dort. Let's go. Ja, ist halt Kopfgeld. Die können wir tatsächlich mal ausblenden, die Kopfgelder. Die werde ich höchstwahrscheinlich nicht weitermachen. So, wir müssen da oben hin. Einfach das nächste Riftgate gleich mal freischalten. Ja, guck mal, wieder ein bisschen was zu lesen. Sehr schön, der zweite Teil. Schrott, Schrott, Schrott. Machen wir echt über 4000 Schaden an. Ah, oder 5000 sogar. Hey, der dritte Teil, sehr gut. Ach, Spiel, hm. Ach, Spiel. Immer noch Baupläne. Relikt und Sturmschneider, epische Einhandaxt. Ne? Ja, zu erwarten. Wir haben aber auch irgendwo einen Ring bekommen, ne? Bei mir drei so eine kleinen Dinger. Das kann weg. Geist 196 erforderlich. Mm. Aber der wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Mehr Zaubergeschwindigkeit, dieser Arkanschuss, das klingt jetzt auch nicht so schwach. Muss ja, wenn wir da verkaufen, nochmal gucken. Ach so, diese, okay, diese kleinen Dinger kommen auch noch mit. Mein Attack auf der Kraftwelle. Na komm, jetzt sind wir schon hier. Mensch, sind wir ja easy langgelaufen, ne? Bevor wir hier nach oben laufen, wo es wahrscheinlich weitergehen wird. Wenn wir diesen Teil noch mal kurz erkunden. Wir könnten noch einen neuen Schrein holen, wer weiß das schon. Vielleicht gibt's ja mal noch irgendwo einen. Schrott ist immer wichtig, nehmen wir mit. Auf jeden Fall beunruhigende Musik. Dum, 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 dum. Hm, hm, hm. Kein Held. Immer noch keine. Ich hätte echt an irgendeinen Helden jetzt gedacht. Wenn sie mir ruhig mal geben könnten. Okay. Cool, Leute. Pünktlich zum Part-Ende haben wir diesen Teil geklärt. Wir machen an dieser Stelle mal eine kleine Pause, meine Freunde. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder von Grim Dawn. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.